Herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Story Mode. Ja, ich habe in der letzten Folge, als ich das Holz gekauft habe, musste ich nach Silbermond, wieder ein bisschen Berufe gemacht. Ja, auch. Hab uns zwei Taschen hergestellt. Wir haben jetzt also viel mehr Platz. Und wir nehmen den Zauberstab. Und das Ding her. Und dich. Und zaubern wir. So. Ein Splitter haben wir hier. Ach komm. So. Dann haben wir ja die gekauft. Außerdem haben wir jetzt 5 Staub. Da gucken wir doch noch mal kurz zum Händler. Kommt schnell zur Sache. Und werden uns das hier machen. Hat 5 Aufladungen, den Rest kannst du wieder Sieg haben. Für Sylvanas. So. Nochmal 3 Intelligenz mehr. Ja. Das heißt, nochmal ein bisschen mehr Zaubermacht. Wie habe ich? 72 Zaubermacht. Plus die 3 Intelligenz vom von der Rolle. Und diesen Trank dürften wir genügend Zaubermacht. Also, wir dürften jetzt gewappnet sein. Dann haben wir ja noch das. Gibt uns auch noch ein bisschen mehr Leben. Sie können kommen, die Gegner. Wir werden jetzt erst einmal die Todesschneisen-Quest hier erledigen. Die hier. Und hoffen, dass wir in der Todesschneise auch noch eine Quest bekommen, so dass wir eventuell noch mal ein Level up haben. Ich möchte Luzran und Darkan nur töten mit Level 21. Das wird dann nämlich wesentlich einfacher. Also es wird wirklich einfacher dann. Vielleicht bekommen wir da drin auch genügend Knochenstaub, dass wir uns da noch einen Trank holen können. Den Trank werde ich mir nämlich jetzt einflößen. Hier drin. Genauso wie eine Rolle. Und setzen wir uns hin, essen noch was. Und dann kämpfen wir uns durch die Festung. Gucken wir mal ganz kurz, Zaubermacht 75, also 79 auf Untote. Sehr schön. Na gut, Zombies brauche ich ehrlich gesagt gar nicht, ich brauche Skelette. Den Skelettwirbel. Ich habe doch hier drin noch die Aufgabe, die Bosse zu töten, wenn ich mich nicht täusche. Hier gibt es nämlich noch mehr Bosse. Ich glaube, in jedem Gebäude ist ein Boss. Und ich vertue mich da gerade mit irgendeiner Quest, die es damals in den östlichen Pestländern gab. Ja. Die Todesfestung. Ja, hier haben wir Spinnen. Hier haben wir eigentlich alles, was die Untoten zu bieten haben. Alles, was die Untoten zu bieten haben in Warcraft 3, gibt's hier. Banshees. Meruba, Monstrositäten, Skelette, Nekromanten, Schemen, Ghule, glaube ich, sind hier auch in der Festung.
Nur diese Obelisken. Die Obelisken aus Warcraft 3 Frozen Throne. Die kommen mir nur so vor, als gäb's die in Dingens. Die Verseucher, oder wie sie heißen. Die kommen mir so vor, als wären die von Akku 40, die Trash-Mobs. So. Ich bin außer Reichweite. Ja, ja. Dieser Zauber ist noch nicht. Genau, hier. Die hier. Glaube ich, die Folgequest von der Quest hier. Hoffe ich zumindest. Denn ich glaube nicht, dass wir Dakan schaffen. So wie wir jetzt sind. Also mit Gedankenschlag und Verschlingen der Seuche schon eher. Auch da wird's sehr knapp. Das ist zu weit entfernt. Ich kann diesen Zauber. Naja, hoffen wir mal. Hoffen wir mal das Beste. So, und nochmal. So, ab jetzt können wir Schneiderei auch mit Dingens skillen. Mit Wollstoff. Was sehr gut ist. Als nächstes kommen dann die 10 Platztaschen aus Seidenstoff. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir denn die haben. Nochmal 8 Platz mehr. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da hinten gab es noch eine Quest. Die was wir erledigen können. Hier ist irgendwo so eine Gruft, da wo es bergab geht. Und da konnte man eine Quest annehmen. Da reite ich mal ganz fix hin. So. Sieht nicht so aus. Oder war da oben noch mal eine? Das lädt immer noch auf. Ha. Ich glaube, ich habe zu übermütig gehandelt. Und mir den Trank hier eingeworfen. So, du kommst weg. Mal 5 Quests sind es noch, ja? Also eine Folge Quest kriege ich jetzt sicher noch. Ich hoffe es zumindest. Die Quest abschließen, dann sind es noch 4 Quests, Folge Quest 3, dann müsste man noch irgendwie ein paar Quests bekommen. Wir heben uns den Leinstoff trotzdem noch auf. Na komm. Denn man weiß ja nie. Gab's ja wirklich nicht noch eine Quest. Ich kann mich. Ist mein Gedächtnis wirklich so schlecht, dass ich mich nicht mehr an Inhalte vor ein paar Jahren erinnere. Also hier ist der Kahn drin. In diesem Gebäude. Aber ich muss hier auch in alle anderen Gebäude einmal rein. Ich brauche ein Ziel. Na gut, wir haben ja das Reittier. Oh, hier die Seuchenkessel, die die Seuche verbreiten. Wer bei World of Warcraft Kel'Thuzad aufgepasst hat, der weiß,
was sie genau machen. Ich meine, ich habe es gerade gesagt, sie verbreiten die Seuche, aber... So. So, Centurio gekillt. Ich bin außer Reichweite. So. Na komm, na komm, na komm. Komm. Bumm. Okay. Dann stirbt du noch. Dann reiten wir ganz fix zurück. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Shit. Ich will eine Folgequest für die Anführer hier drin. Ich möchte Level 21 sein, bevor ich gegen diese Bosse kämpfe. Ja, verrückt. Verrückt ist das. Mit Level 20 schaffe ich das nie alleine. Tja. Ich kann mich auch irgendwie an den Weg hier noch erinnern. Dass es hier auch irgendetwas gab. Irgendeine Quest. Aber dort oben geht's bloß raus aus den Geisterlanden in die östlichen Pestländer. Und da wollen wir nicht hin. Da sterben wir zu 100%. Ups. Hier gab's noch eine Quest. Magister Kendris hat mich entsandt, um die Gegend von aggressiven Wildtieren zu säubern. Sobald die Gegend sicher ist, wollen die Magister hier einen Außenposten gegen die Geißel errichten. Wenn ich als Lehrling eines gelernt habe, dann das Verantwortung zu delegieren, besonders bei solchen lebensgefährlichen Unternehmungen. Wenn ihr Interesse habt, werde ich euch dafür gut bezahlen, bei die großen Spindelweber und Geisterklonverheerer westlich und südlich von hier aus dem Weg zu räumen. Jorel Aran. Und dann machen wir die Quest noch. Dann geben wir jetzt die ab, nehmen wahrscheinlich da die Quest für die Bosse an. Dann machen wir die Säuberung. Dekan, Faulbein und Lusran. Dann hätten wir hier alle Quests erledigt. Hm. Na dann. Die ewige Sonne. Die Geißel hat unsere Rache vernommen, Valrekos. Nicht mehr lang und ihre verfluchte Zitadelle wird in Trümmern liegen. Jetzt, als sie geschwächt sind, ist es Zeit, strategisch günstige Ziele anzugreifen. Der verhasste Verräter Dekan hat innerhalb der Geißel große Macht erlangt. Seine Gefolgschaft steht an Spitze gigantischer Heere, die gegen unsere schwindenden Streitkräfte zu Felde ziehen. Was? Masophet der Schwarze, Jurion der Betrüger, Borgott der Blutvergießer, Miradoran der Gefallene, merkt euch diesen Namen. Denn in den Geisterland sind diese Männer einzig Dakan gegenüber verantwortlich. Tötet sie und ihre seelenlose Armeen werden in Chaos versinken. Lebt wohl. Und hier haben wir noch eine Quest. Der Kampf gegen die Geißel verläuft nicht ohne Opfer. Viele fallen jeden Tag, doch einige erwarten noch schlimmeres Schicksal. Oft nehmen sie Gefangene. Der Tod wäre dem, was sie in der Todesfestung erwartet, vorzuziehen. Sie werden verhört, gefoltert, während sie unter dem Einfluss eines schrecklichen Willensbrechersgiftes stehen. Apotheker Renziv Intris Tessa hat ein Gegenmittel entwickelt. Geht zu ihm und holt das Regenerationsgebräu. Für den Sonnenbrunnen. Okay. Dann treffen wir die Vorbereitungen zur letzten Schlacht. Wäre auch geil, wenn wir Level
21 und hier den Ruf fertig haben, dass wir mit ehrfürchtigen Ruf von Tristesse da reinmarschieren könnten. Dann hätten wir nämlich auch nochmal einen Umhang mit 7 Ausdauer. Der wäre ziemlich hilfreich. Hätten wir ein bisschen mehr Leben, dann können wir wirklich auf 1000 leben. Raus mit der Sprache. Janeda schickt euch, um die Gefangene in Todesfestung zu retten. Sie muss eine hohe Meinung von euch haben, Valerikus. Ah ja, eine meiner gelungensten Kreationen. Dieses Gebräu wirkt jegliche Betäubungseffekte entgegen, die durch alchemistische Mittel verursacht werden. Es kann zu Nebeneffekten wie Verwirrung, Übelkeit kommen. In wenigen Fällen führt es zu zeitweise Blindheit. Doch wenn ihr mich fragt, ist das alles immer noch besser als das, was die Kessel den Gefangenen in der Todesfestung antun wird. Viel Glück, mutiger Priester, ihr werdet es brauchen. Fürchtet die Lebenden. So, machen wir das noch fix. Und dann, Leute, dann geht der große Kampf los. Puh. Ah, vielleicht kommen wir wirklich mit Level 3, mit Folge 30 aus den Geisterlanden. Wäre schön. Würde mich freuen. Und dann geht's in die Kataklysmengebiete. Vielleicht, also ich gehe davon aus, dass es von dort aus wirklich ein bisschen schneller vorangeht. Denn dort sind die Gebiete überarbeitet worden, nicht so wie hier. Und ich glaube, ab da kriegen wir dann auch ein bisschen mehr XP, wenn mich nicht alles täuscht. So. So, alles kein Problem. Finde ich kochen auch gleich wieder ein bisschen mit Skillen. Außer Reichweite. Das lädt immer noch auf. Ich glaube, die anderen. Nee, Loopsteak bringt nichts mehr, das bringt mehr. Ich habe kein Ziel. Ups. Hops. So. Dann machen wir euch kaputt. Na, 15 Minuten. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, nochmal sich so einen Trank zusammenzusammeln. Das sind viel Zaubermacht. Aber wenn wir dann am Ende an 100 Lebenspunkte scheitern, bei Lustran oder Faulbein, wäre es ziemlich scheiße. Naja. Das ist zu weit entfernt. Ja, ja. Lass mich mal ganz kurz Spezialisierung, Disziplin. Hätte ich jetzt schon Heilige Nova, ich brauche ein Ziel, die mich heilt. Und was hätte ich noch? Sonst gar nichts. Hätte ich Sühne, Heilige Nova. Frage. Ach,
macht halt auch Schaden, aber ich glaube, dann verliere ich das hier, oder? Verliere ich meinen Dot. Und heilen kann ich mich zur Not auch so. Schilden kann ich mich sowieso. Ich bin außer Reichweite. Na? Ah, ich glaube, ich werde schon Level 21. Hui, die Folge ist vorbei. Kein Ziel. Na dann, sag ich ciao. Bis zum nächsten Mal. Tü-el-üdel-lü.